Und willkommen zu meinem Freitagsvideo. Diesen Freitag möchte ich euch an etwas sehr Aktuellem bei mir in meinem Leben teilhaben lassen. Nämlich, heute kommt bei uns der Handwerker. Unsere Toilette ist irgendwie kaputt und jetzt brauchen wir einen Handwerker, weil die ständig irgendwie Wasser rausspritzt und dann wird man nass. Und das geht bei uns im Haushalt gar nicht. Ja, auf jeden Fall dachte ich dann, dass ich euch doch mal erzähle, wie ich die Handwerkerproblematik, / die Problematik mit Leuten, die ja eigentlich für dich etwas tun wollen und zu dir nach Hause kommen, löse. Also bei mir ist es so, wir haben seitdem ich 4 Jahre alt bin oder auch sogar noch jünger, immer dieselben Handwerker. Die sind sehr gut, sehr nett, ich kenne sie und es ist deswegen irgendwie, hält sich das Problem mit, da ist jemand in meinem Schutzgebiet, oder wenn man es so nennen will, ohne irgendwie eingeladen worden zu sein von mir oder ohne, dass ich bereit bin, doch im Verhältnis in Grenzen. Entschuldigt, das ist es. Bei uns klingelt ständig gerade. Es ist diese olle Weihnachtsanruferei. Und ja, wir müssen das natürlich irgendwie trotzdem. Jetzt bin ich voll aus dem Konzept gekommen. Mann. Also gut, ich sag's wie es ist. Ich mag unsere Handwerker sehr gerne. Ich kenne sie vor allem wirklich alle. Vom Elektriker bis zum Schornsteinfeger bis zum der unsere Computerprobleme gut löst, wenn wir welche haben. Oder eben auch, was sehr oft vorkommt, der so kleine Arbeiten am Haus macht, sowas wie einen neuen Duschkopf installieren oder Lampen, neue Lampen zu installieren und solche Sachen. Und das ist wirklich sehr hilfreich, wenn du die Leute, die da kommen, wenn jemand sagt, wir rufen einen Elektriker, dann ist es meistens so, dass man ja irgendeinen Elektriker anruft. Wir haben das Glück, dass unser Handwerker wirklich sehr viel kann und wir dadurch eben plus einen im Haus haben und der dann eben wirklich fast 90% erledigt und den Rest, den lernt man ja auch kennen. Und mit der Zeit gewöhnt man sich an sie und man wechselt dann irgendwie nicht. Also wir haben seit Jahren noch nicht gewechselt. Wir haben immer denselben Handwerker, sehr praktisch. Was ich allerdings auch sagen muss, als ich kleiner war und den noch nicht gekannt habe, habe ich dann doch schon etwas Problematik gehabt mit dem Gedanken, da kommt jemand in meine Wohnung und auch wenn er das für uns tut, ist es ja eigentlich so, dass er dann in meinen Schutzraum einbricht. Und das fand ich dann gar nicht lustig. Oder auch Besucher fand ich nicht lustig. Ich habe am liebsten, hätte ich immer die Tür abgeschlossen, wenn wir Besuch hatten. Zum Glück habe ich inzwischen so eher eine Lebensart entwickelt, dass ich eher Besucher gut finde, als die Leute zu besuchen. Also lieber besuchen mich die Leute, als dass ich sie besuchen muss. Und dadurch, dass ich sehr oft auch Besuch von meiner Freundin hatte oder auch von meiner Tante, die ich sehr mag, oder eben auch, dass mich Babette oft von zu Hause abholt, habe ich irgendwie so, ist mit der Zeit, ist da die Empfindlichkeit von, da kommt jemand Fremdes in die Wohnung und es ist halt schwer zu erklären. Als Asperger brauchst du deinen Schutzraum und da möchtest du, glaube ich, niemanden drin haben. Und wenn da jemand einfach kommt und da in einem Schutzraum drin ist, dann ist es echt schwer. Das ist so richtig, das ist unerträglich, könnte man fast sagen. Ja, inzwischen ist es so, dass ich gelernt habe, wenn die Einladung von mir ausgeht, dann freue ich mich sehr, wenn Leute mich besuchen. Oder auch wenn ich einfach die Tür aufmache oder sowas, dann geht es leichter, weil dann ist es ja mehr ein, ich lasse dich in meinen Schutzraum rein, als ein, er ist in meinen Schutzraum eingebrochen. Klingt jetzt irgendwie schräg, aber das ergibt bei mir im Kopf Sinn. Ob es jetzt bei euch auch Sinn ergibt, weiß ich nicht. Aber
Ich habe auch früher mal gehasst, wenn der Nikolaus gekommen ist, weil der war ja dann auch ein Fremder in unserer Wohnung. Ich fand es toll, weil es Geschenke gab, aber ich fand es vom Prinzip her schrecklich. Und ja, ich finde es irgendwie toll, wenn meine Großeltern mich besuchen kommen, aber die kommen nicht so oft. Da gehe ich öfters zu denen, wenn ich sie sehen möchte. Oder ja, meine Mom hat auch schon seit Jahren selten jemanden zu uns hoch eingeladen, weil einfach so diese Problematik ja trotzdem da ist. Aber wenn es halt nicht anders geht, dann sage ich, sie soll doch mal lieber hochkommen, weil ich ja auch irgendwie mich da ein bisschen desensibilisieren möchte, weil ich nicht immer für immer und ewig in diesem Haus wohnen kann und immer denselben Handwerker haben kann. Jetzt momentan funktioniert es noch, aber irgendwann werde ich mich umgewöhnen müssen und das wird schwer. Und eigentlich will ich es auch gar nicht. Und ich mag unseren Handwerker sehr gerne. Das ist sogar eine kleine Handwerkerfamilie, da arbeiten alle zusammen und mit denen kann man auch immer sehr nett reden, während sie arbeiten. Und die beantworten dir auch Fragen. Oder ja, die sind auch sehr zuverlässig. Ich finde es immer toll. Entschuldigt. Wundert euch übrigens nicht, dass heute alles hier so viel näher aussieht, aber hinter mir auf der anderen Seite steht unser Weihnachtsbaum. Und gestern ist der aufgebaut worden und jetzt musste ich mit dem Sofa etwas in die Richtung rutschen, damit es genug Platz hat. Womit ich übrigens auch gleich zu meiner Werbung komme für das Adventsspezial Nummer 4. Ich zeige euch dann, wie unser Baum aufgestellt ist. Also nicht wie er aufgestellt wurde, weil das hat nicht geklappt. Aber wie er steht, gebe euch so vielleicht hier und da einen kleinen Rat, weil ich denke, da kann man nicht, also ich glaube, beim Baum aufstellen kann man nicht viel falsch machen. Obwohl, ich kann auch andere Geschichten erzählen. Wir hatten mal einen ganz schiefen Baum, weil unser Baumständer kaputt gegangen ist. Naja, ist eine andere Geschichte. Aber ich zeige euch auf jeden Fall in meinem Adventsspezial Nummer 4, wie wir unseren Baum dekorieren. Und ich hoffe, dass es euch dann gefallen wird. Außerdem wird es wahrscheinlich das erste Adventsspezial sein und auch das erste Video an sich, dass ich ein wenig schneide, weil ich aus vielen kleinen Videos ja dann ein größeres machen möchte. Das wird dann wie mit Kleber zusammengeklebt. Ich hoffe, sagt mir auf jeden Fall, ob es gut ist oder nicht, weil das kann ich noch nicht einschätzen und da möchte ich doch euren Geschmack treffen oder euren Rat oder eure Ansicht dazu hören gerne. Was könnte ich euch jetzt noch so erzählen? Heute ist Freitag, also erzähle ich euch noch, was ich heute mache. Also bei uns kommt wie gesagt heute der Handwerker. Da werde ich wahrscheinlich eine Weile lang zugucken, damit ich weiß, was da so los war. Dann werde ich heute noch die Sims spielen. Das tue ich immer irgendwie. Ich werde auf jeden Fall heute noch so ein paar Sachen von meiner Festplatte vielleicht umsortieren. Ich habe hier einen furchtbaren Festplatten-Sammler. Ich sammle auf meinen Festplatten immer viel zu viele Daten und dann wundere ich mich, dass sie immer voller werden. Und worauf ich mich auch sehr freue, ist, ich werde heute wahrscheinlich meinen Papa von der Arbeit abholen. Und wer weiß, vielleicht gehen wir dann noch zusammen was essen oder irgend sowas. Und das wäre doch schön, mal ein bisschen Zeit mit meinem Dad verbringen. Ja. Und dann muss ich mir leider auch wieder einen Stift kaufen, weil mein alter Stift ist jetzt leer gegangen. Und das finde ich doof. Jetzt muss ich mir einen Ersatzstift beschaffen. Naja, geht nicht anders. Okay. Und ich habe irgendwie auch noch und ich werde auch noch geplant, mir heute überlegen, was ich meinem großen Bruder vielleicht zu Weihnachten schenke. Und meiner Schwester, meiner Mom und sowas. Ein paar Weihnachtsgeschenkideen sammeln, das kann ja auch nicht schaden. Und ich werde wahrscheinlich heute noch mit Issy schmusen. Also alles in allem habe ich noch recht viel vor. Okay,
wir sehen uns dann auf jeden Fall bei meinem nächsten Video. Das ist dann der Mittwoch. Eigentlich sehen wir uns als allernächstes zu meinem Sonntagsvideo, zum Adventsspezial. Wobei das dann natürlich auch das letzte Adventsspezial für dieses Jahr ist. Und ich muss sagen, wow, ist die Zeit vergangen. Und nach diesem Adventsspezial sehen wir uns auf jeden Fall nochmal. Dann habe ich nämlich noch ein Video ganz sicher. Es ist dann am 23. glaube ich. Oh Gott, das schlagt mich nicht, falls ich falsch liege. Aber dann am 25. habe ich jetzt mit meiner Großmutter gesprochen und da kommt dann auch ein kleines Video. Ich zeige euch dann, wie man Käsefondue macht, weil das essen wir meistens zu Weihnachten. Und dann in der Woche drauf weiß ich noch nicht, wie es ist, aber ich hoffe, dass ich dann dazu komme, noch ein Video zu drehen und nicht so ultra Weihnachtsstress bin. Aber falls ihr Fragen habt oder irgendwas euch interessiert oder ihr irgendwas noch nicht ganz verstanden habt, dann würde ich sagen, schreibt mir einfach in die Kommentare oder schreibt mir auch gerne eine E-Mail. Das wäre dann die bell.riedmeier@outlook.com. Oder schreibt mir auch gerne auf Facebook. Also ihr könnt mir alle Fragen stellen. Es hilft mir nämlich weiter, euch zu helfen, die Thematik besser zu verstehen. Wir sehen uns dann auf jeden Fall nächsten Sonntag und dann nächsten Mittwoch. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche und ein wunderschönes Wochenende und einen tollen vierten Advent. Bis dann. Tschüss.